Hallo Motorradfreunde und wieder ein neues Video. Heute geht's um die Royal Enfield Interceptor 650. Man mag es ja kaum glauben, aber heute ist doch tatsächlich nach fast 5 Monaten die in Italien bestellte und angefertigte Sitzbank für die Interceptor angekommen. Ihr seht hier Fotos der Abholung der beiden Enfields Anfang August dieses Jahres, beide noch im Originalzustand. Natürlich habe ich auch gleich umgehend, zeitgleich mit der Continental angefangen, die Interceptor umzubauen. Allerdings, das Video der Interceptor hat jetzt doch längere Zeit gedauert, weil ich wollte das euch natürlich erst zeigen, wenn das Teil wirklich komplett mit Sitzbank fertig ist. Und das ist eben heute erst der Fall. Ja, ihr seht hier auf Fotos den Anbau der Red Rooster Endschalldämpfer. Umbau von dem Orange Crash Tank auf den Glitter und Dust Tank. Die erhabenen Tankembleme haben mir auch nicht gefallen, die habe ich entfernt und habe normale Enfield Aufkleber dann draufgeklebt und unten am Seitendeckel einfach ein bisschen Acryllack noch einmal verwendet, um den Schriftzug hervorzuheben. Kleines Flyscreen und kleine Motorschutzbügel mussten dann natürlich noch hin. Ja, zwischenzeitlich dann natürlich auch noch ein paar schöne Ausfahrten mit dem Teil gemacht, zum Beispiel auch in die Fränkische Schweiz. Das war also wirklich ein ganz wunderschöner Tag. Von der Optik war mir das Flyscreen dann einfach zu hoch, das musste ich dann also ein bisschen kürzen. Mittlerweile sind 1200 Kilometer auf der Uhr, der erste Service ist schon gemacht, da gibt es übrigens auch ein Video dazu auf meinem Kanal. Na, und ja, heute ist also tatsächlich die Sitzbank angekommen. Mittlerweile wurde auch noch ein kleines Mini-Rücklicht verbaut und die hinteren Blinker etwas enger zusammengestellt. Das werde ich euch auch gleich im Anschluss noch einmal zeigen. So, diese Sitzbank aus Italien ist also etwas kürzer als die Originalsitzbank und ein bisschen höher von der Sitzposition. Die ist also deutlich höher aufgepolstert und was soll ich euch sagen, diese kurze Sitzbank, zumindest für einen Fahrer, die ist so richtig arschbequem. Also es ist überhaupt gar kein Vergleich zu dem harten Originalteil, das da verbaut ist. Also da kann man wirklich, glaube ich, 24 Stunden ununterbrochen fahren, ohne dass einen der Allerwerteste wehtut. Abgesehen davon gefällt mir diese Sitzbank von der Optik bis jetzt wirklich mit Abstand, mit großem Abstand am allerbesten. Ich finde, die passt einfach genial zu diesem Motorrad. Ja, diese schöne Absteppung, die auch ein bisschen um die Kanten herum geht. Also ich finde, die ist einfach sehr gut gelungen. Montage ist natürlich kein Problem, ist genau das gleiche wie bei der Originalsitzbank. Einfach aufsetzen und in die Verrastung eindrücken. Ja, und damit ist das Bike eigentlich für mich soweit perfekt. Fahrwerkstechnisch werde ich die so lassen. Ich werde mir noch die verstellbaren Gabelstopfen hier an diesem Teil montieren. Da habe ich noch einige Sätze da. Ich habe mir ein paar auf Vorrat bestellt, sicherheitshalber, die werde ich wahrscheinlich noch verbauen. Aber das war es dann auch schon. Und somit steht die Interceptor jetzt, die neue 22er, genauso da, wie ich sie von Anfang an haben wollte.
also, dann kommen wir mal zur Probefahrt. Was gleich auffällt, also gleich am ersten Meter, man sitzt also natürlich durch die höhere Aufpolsterung, man sitzt grundsätzlich etwas höher, aber nicht unbequem oder nicht angepasst. Also ich finde eigentlich die Sitzposition so ganz gut. Natürlich, der Oberkörper ist ein bisschen weiter nach vorne geneigt, was aber eigentlich der Handlichkeit von der Maschine wohl zugute kommt. Also ich finde auch durch diese etwas mehr nach vorn geneigte Sitzposition, es hat der Maschine insgesamt wirklich gut getan. Ansonsten muss ich sagen, Kapitel Bequemlichkeit, ja, das ist natürlich hier über jeden Zweifel erhaben. Also ich bin die Sitzbank heute doch wirklich längere Zeit gefahren und muss sagen, es ist eine der bequemsten Maschinen, die ich bisher in meinem Besitz hatte. Also das hat sich wirklich gelohnt, nicht nur optisch für mich die schönste Sitzbank, sondern auch tatsächlich vom Sitzkomfort. Also wirklich allererste Sahne. Gut, okay, mittlerweile kostet das Teil in Italien 320 Euro. Das ist natürlich kein Pappenstiel. Es ist eine ewig lange Lieferzeit. Man muss also wirklich Zeit haben, wenn man sich das Teil bestellt. Aber trotz allem im Nachhinein, es hat sich gelohnt. Also ich würde es wieder machen. Vielleicht noch ein paar Worte insgesamt zum Fahrwerk. Ja, die Interceptor, ich sage mal, das Fahrwerk, es taugt zum flotten Touren, nicht zum sportlichen Touren. Da müsste man also, so wie ich bei der Conti gemacht habe, da müsste man ein bisschen Hand anlegen ans Fahrwerk. Aber ich denke, das erfüllt seinen Zweck doch aufs Beste. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ich werde also hier am Fahrwerk nichts verändern. Für mich geht es vollkommen in Ordnung. Wenn ich schneller angehen lassen möchte, dann nehme ich eben entweder die Conti, oder wenn ich es krachen lassen möchte, dann nehme ich halt die Honda. Die Interceptor, die erfüllt bei mir zumindest doch einen ganz anderen Zweck, nämlich einfach um ein bisschen runterzukommen, um zu entspannen. Ich habe vorhin gesagt, ich habe hier 1200 Kilometer circa drauf. Das habe ich heute bei der Probefahrt gemerkt. Es stimmt gar nicht, die 1200, die habe ich auf der Conti. Hier, ihr habt es vorhin vielleicht gesehen am Tacho, hier auf der Interceptor sind also gerade im Moment so knapp 1000 Kilometer drauf. Den Kundendienst, den habe ich bei ca. 700, 800 Kilometer da ca. durchgeführt. Ja, das soll es dann für heute auch schon wieder gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.